Herzlich willkommen zur 13. Folge unserer FM23 Köln-Karriere. Heute gehen wir ins Spiel gegen Tiraspol. Das letzte Conference League-Gruppenspiel danach kommt dann irgendwann im Februar das 16. Finale. Oder wir sollten schon im Achtelfinale sein, weil wir Erster sein werden. Und noch ein Auswärtsspiel in Freiburg gegen den Elfplatzierten. Und wir gehen direkt rein in die Conference League, genau. Pressekonferenz gegen unseren Conference League Gegner Sheriff Tiraspol. Sie müssen von ihrer Mannschaft nach der Enttäuschung gegen Hoffenheim eine Reaktion erwarten, oder? Das ganze Team will sich mit einem Sieg rehabilitieren. Ja, Limnios Verletzung, das kennen wir mittlerweile. Wie Ihnen sicherlich bewusst ist, verfügt Meiner über eine Physis, die im Fußball selten ist. Wie sehr hilft Ihnen das bei der Zusammenstellung Ihrer Mannschaft? Er ist der Traum eines jeden Trainers und ich freue mich darauf, ihn auf viele verschiedene Arten einsetzen zu können. Kann keins heute den Unterschied zwischen Sieg und Niederlage machen? Ja, eigentlich schon. Er kann Spiele entscheiden, konnte er schon immer. Aus diesem Grund ist er so wichtig für uns. Da wir nach dem Freiburg-Spiel direkt unter der Wochenspiel gegen Leverkusen haben, werde ich die komplette Mannschaft einmal durchrotieren. Wir sehen hier nur eigentlich Leute, die nicht sicher in der Startelf stehen, stehen jetzt in der Startelf. Duda hatte sich ja sowieso verletzt. Der ist komplett raus. Und im Tor darf auch mal Köbbing spielen. Diesmal nicht, heißt der Gral, unser Gral? Ich bin gerade voll verwirrt. Ja, ist auf jeden Fall nicht unser Jugendtorwart, der etwas jüngere. Lass mal Köbbing spielen. Ja, schauen wir mal, ob wir trotzdem gegen Tiraspol, die aktuell Vierter in der Gruppe sind, gewinnen können. Und ja, dann müssen wir auch in der Bundesliga punkten. Nur das am besten mit der Elf, die jetzt aktuell auf der Bank sitzt. Ich baller mal wieder die Fäust und sage, wir müssen unsere Heimspiele gewinnen. Da gibt es keine Ausreden. Los geht's. Könnten Sie ein Problem haben, das Team gegen einen Gegner wie Tiraspol zu motivieren? Selbstgefälligkeit ist sicher ein Problem vor diesem Spiel. Ich mache mir keine Sorgen, meine Spieler wissen, was zu tun ist und wie wichtig es ist, sich entsprechend vorzubereiten. Pedersen für die Mannschaft heute als Kapitän aufs Feld, wodurch zeichnet er sich als guten Anführer aus? Seine Mitspieler orientieren sich an ihm und erkennen ihn als Leitwolf an. Er hilft sehr bereitwillig und ist eine großartige Persönlichkeit. Haben Sie Angst vor einer möglichen Überraschung im Spiel gegen Tiraspol? Über Selbstgefälligkeit mache ich mir keine Sorgen, das wissen sie schon einzuordnen. Adamian hat jetzt über längste Ball, zieht in den Strafraum. Adamian kann den Ball in die Mitte bringen und da ist Tigges. Die Ball, habe ich gesagt, den Ball. Tigges auf jeden Fall mit dem Kopf nach 4 Minuten zum 1:0. Ja, eine Stärke von Tigges ist auf jeden Fall das Kopfballspiel. Das stellt immer wieder hinter Beweis, dass er höher springt als der Gegner und den Ball gut einlegt. Olesen mit einem weiten Ball auf Adamian. Und der war noch schönem, ja gut, das heißt Heber, der Ball wird abgeblockt, aber wichtig ist, dass der Ball ankommt und Tigges ihn reinköpft. Olesen jetzt, spielt zu Meiner, der zu Martell, der mit dem Heber zu Adamian. Adamian im Strafraum mit dem Pass nochmal zu Steffen Tigges, gehalten. Lempalle nochmal zu Meiner, spielt zurück zu Martell, der aus der zweiten Reihe abgeblockt. Soldo mit dem kurzen Freischuss zu Olesen. Der wird da mies umgesetzt und das wird rot geben für Viseo, den Kapitän. Mit der die Schere packt er da aus und ja, jetzt sind wir auch noch in Überzahl. Lempalle mit dem Ball nach vorne, spielt einen weiten Ball zu Tigges, der jetzt im Strafraum schießt, aber Muntern kann erstmal halten. Eckstoß jetzt in der 16. Spielminute durch Benno Schmitz. Bringt ihn zu Olesen, der wird aber erstmal geklärt. Jetzt nochmal vielleicht Benno Schmitz im zweiten Anlauf. Spielt aber erstmal zu Soldo, der zu Martell, der aus der zweiten Reihe mit dem Schuss und der sitzt. Da macht der Torwart gar nichts mehr. Martells erstes Saisontor. Da hat er immer mehr Einsätze bekommen mittlerweile aufgrund Verletzungen seiner Konkurrenz. Und jetzt kann er das auch mal mit dem Tor, ja, belohnen, sag ich mal. Schmitz spielt hier zu Soldo. Soldo hält den Ball nicht lange, spielt den Eck zu Martell, der aus dem Stand mit einem wuchtigen Schuss. Martell spielt hier zu Adamian, der mit dem weiten hohen Ball auf Tigges, der wird erstmal geklärt. Lempalle jetzt über rechts, kann er sich da durchdribbeln. Lempalle mit der Flanke in die Mitte zu Adamian, der kommt mit dem Kopf dran, aber Muntern kann den Ball fangen. Pedersen jetzt kann flanken eigentlich, macht er auch, wird erstmal abgeblockt. Martell und übers Tor. Eckball durch Benno Schmitz mal wieder. Kann den gut in die Mitte bringen. Zu Lempalle wird erstmal geklärt. Jetzt Adamian wieder zu Schmitz. Der flankt nochmal. Olesen jetzt und übers Tor. Chabot jetzt am Ball. Spielt zu Martell. Der hält den Ball jetzt lange. Martell geht da ein bisschen ein paar Meter. Spielt zu Olesen. Der mit dem Steilpass zu Tigges. Tigges setzt sich da durch gegen alle Verteidiger. Tigges gehalten von Muntern und
Der Ball konnte Tigges weggenommen werden. Spino kann jetzt allein aufs Tor zu rennen. Chabot mit der Wundergrätsche. Schöne, schöne Grätsche von Chabot. Benno Schmitz kann die Flanke bringen auf Meiner. Wird erstmal geklärt. Martell. Ah, Damian vielleicht jetzt aus der zweiten Reihe, aber abgeblockt. Freistoß jetzt durch Olesen. Von der linken Halbseite ungefähr. Bringt den direkt. Der kommt gefährlich, aber Montern fängt den Ball sicher. Zur Pause steht 2-0. Wir können sehr zufrieden sein. Wir könnten auch durchaus noch mehr Tore schießen, aber an sich ist das voll in Ordnung. Ich lege die Hände zusammen und sage. Ja, was sag ich denn? Ich sag, gefällt mir super, wie es läuft. Weiter so, Jungs. Und wechseln werde ich noch nicht. Wir wechseln so wieder um die 60. herum das erste Mal. Chabot hat jetzt den Ball und schießt direkt und trifft. Julian Chabot. Der Angriff kam irgendwie aus dem Nichts. Ich weiß, oder was heißt der Angriff? Aber ja, doch, dieser Angriff kam schon über rechts. Erst gab es einen Einwurf. Den konnte Meiner zu Schmitz passen und Schmitz hat mit der fehlgeschlagenen Flanke. Und eigentlich war es für mich schon gegessen. Dann hat Olesen das Kopfballduell gewonnen und Chabot haut den Volley einfach aufs Tor. Sehr, sehr schönes Tor von Chabot. Martell mit einem Seitenwechsel rüber zu Lemperle. Und Lemperle spielt ein weiter zu Schmitz. Und Schmitz überläuft die Abwehr. Nein, kann er nicht. Er spielt nur einen Steilpass zu Lämperle. Der kann jetzt die Abwehr überlaufen. Lämperle zieht in den Strafraum. Lämperle an der Grundlinie. Spielt nochmal zurück zu Benno Schmitz. Jetzt zu Martell. Und Martell mit dem Weitschuss Montern kann halten. Und übers Tor von Adamian. 63. Spielminute. Wir wechseln das erste Mal. Martell geht raus. Der ist ein bisschen müde. Hat ja auch viel gespielt. Dafür darf Skiri mal wieder sein Comeback feiern. Und Benno Schmitz geht auch raus. Dafür darf Almeida gute 30 Minuten sammeln. Lindenmeiner jetzt am Ball, spielt einen Pass zu Tigges, der leitet nochmal weiter zu Lemperle. Lemperle kann jetzt nochmal Tigges steil schicken, macht er auch und Muntean kann den Schuss abfälschen. So, Soldo ist ein bisschen müde, hat aber eine gute Partie hingelegt, dafür kommt Luca Kilian in die Partie und Lemperle geht auch raus, dafür darf Thielmann in die Partie und gleich wird wahrscheinlich noch Olesen ausgewechselt. 75. wie angekündigt wird Olesen ausgewechselt. Dafür darf Ljubicic nochmal ein paar Einsatzminuten sammeln. Meiner mit dem Freistoß, aber Muntern hält den Ball Weltklasse. So, mal ein Einwurf durch Pedersen, ist eigentlich gleich vorbei. Meiner nochmal. Aber verliert da auch den Ball, der wird geklärt. Und jetzt sollte es vorbei sein. Mit 13-0 gewinnen wir die Partie in Überzahl gegen Sheriff Tiraspol. Was auch völlig in Ordnung ist. Aber von den Chancen, von den reinen Chancen her, hätten wir auch deutlich mehr Tore machen können. Vom XG her passt. Das heißt, unsere Chancen waren eigentlich ungefährlich. Ich lege die Hände zusammen und sage: Gut gemacht, Männer, es war ein schöner Sieg für uns. Und Erik Martell hatte bei diesem Fernschusstor heute eine Kanone im Schuh. Als ich sah, wie er ausholte, dachte ich gleich: Der sitzt. Was für ein fantastischer Treffer. Chabot hat bei seinem Tor davon profitiert, dass der Ball deutlich abgefälscht wurde, oder? Jetzt zerredet dem Julian doch nicht sein Tor, dafür gehört er gefeiert. Ja, genau so. Zerredet dem nicht sein Tor, der Arme, der trifft nur einmal in 10.000 Spielen. Aber wir kriegen auf jeden Fall sehr schön viel Geld dafür, dass wir dominant alle Spiele gewonnen haben und Erster sind mit einer Differenz von 21 Toren. Lanakas qualifiziert sich mit uns für die weitere K.O.-Runde. Und mal schauen, wer dann bald unser Gegner wird. Chabot soll natürlich jetzt fest verpflichtet werden. Ich lobe den erstmal. Und ja, Pressekonferenz nehmen wir natürlich teil. Martell hat heute ein großartiges Spiel absolviert. Was ist Ihr Kommentar dazu? Mein Gott, deutsche Sprache wieder schwer. Er hat einen guten Auftritt hingelegt und das Spiel positiv für uns beeinflusst. Wie schätzen Sie den Sieg trotz Rotation ein? Es ist sehr ermutigend, das zu sehen und es zeigt, dass jeder im Verein soweit ist, seinen Teil beizutragen. Almeida bekommt ja die U21 Spieler des Jahres ja, Auszeichnung. Der war auch ziemlich gut, hat 10 Scorer in 16 Spielen gesammelt, das als RV. Das ist natürlich wirklich Weltklasse. Auch 58 Bälle abgefangen, 36 Zweikämpfe gewonnen und eine Durchschnittsnote von 7,15. Da gratuliere ich dem erstmal. Achso, Portugals U21 Spieler des Jahres, muss man hier dazu sehen. Aber da gibt es ja auch einige gute Konkurrenten, finde ich, ist schon mal eine ganz gute Auszeichnung. Christian Pedersen hat schlecht trainiert, das wird natürlich direkt auch kritisiert. Olesen wird gelobt für eine 10,0. Jan Thielmann und Erik Martell haben ebenfalls gut trainiert. So, dann gehen wir in die K Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Freiburg. Das wird ein sehr wichtiges Spiel, weil
Europa ist natürlich schon ein bisschen weg von uns und Europa, klar, unser Ziel ist Mittelfeld, aber Europa, da schiele ich zumindest ein bisschen drauf. Ich weiß ja nicht, wie ihr das seht, ob ihr auch direkt wollt, dass wir europäisch spielen. Was für eine Auswirkung wird die gute Vorstellung in ihrem letzten Spiel ihrer Meinung nach für das nächste haben? Ja, wir schauen aktuell nur von Spiel zu Spiel. Ist an den Gerüchten vom Interesse des ersten FC Köln an Vitesse Vitek irgendetwas dran? Ich sag einfach mal, es besteht definitiv ein Interesse von unserer Seite. Und wie wird der Trainer darauf reagieren? Ich glaube nicht, dass irgendeine Reaktion auslöst. Werden Sie die Aufstellung im Hinblick auf das anstehende wichtige Spiel gegen Leverkusen drastisch verändern? Ja, ihr seht hier, in 7 Tagen haben wir 3 Spiele. Freiburg, Bayer, Leverkusen und Hertha. Das ist natürlich nicht leicht. Deswegen sage ich auch hier, wir denken von Spiel zu Spiel. Wer wird den Kampf um internationale Geschäfte aus Ihrer Sicht in dieser Saison anführen? Wenn ich jetzt jeden sagen, dann macht ja eigentlich nur Bayern Sinn. Wenn die eh Meister werden, sage ich einfach Bayern. Warum ausgerechnet dieses Team? Sie haben das Zeug dazu, es zu packen. Mit ein wenig Glück wird es etwas mit der Qualifikation. Disrespecten wir Bayern auch eben noch. Ja, hier kriegen wir auch die Antwort direkt. Nagelsmann plant damit. Anderson hat sie jetzt für 7 Tage bis 2 Wochen verletzt. Das ist natürlich ein sehr, sehr großer Verlust. Piss dich bitte einfach immer noch. So, unsere Konkurrenz namens Hoffenheim konnte nicht punkten. Auch Hertha hat sich schwer getan. Gut, gegen Bayern, kein Wunder. Frankfurt spielt nur unentschieden in Augsburg und Leverkusen konnte gewinnen. Also, wenn wir gewinnen, können wir einen Riesensprung Richtung Top 6 machen. Das wäre sehr wichtig. So, die Startelf sollte bekannt sein. Kein zurück in die ZOM-Position und Adamian geht auf den Flügel, da ja immer noch Duda verletzt ist. Und auch Chabot behält den Startelfplatz vom Conference League-Spiel, da der in letzter Zeit ziemlich gut in Form ist, nicht nur wegen dem Tor im letzten Spiel, sondern auch generell eine bessere Form als Kilian. Sonst sollte euch alles bekannt sein, Skiri wird nachher auf jeden Fall ausgewechselt, er hält nicht durch. Und dann schauen wir mal, ob wir in Freiburg punkten können. So, ich balle die Fäuste mal wieder, weil das klappt eigentlich mal ganz gut. Und ich sage, ich will heute in Staunen versetzt werden. Geht raus und zieht eine Show ab. Wie wichtig ist für Sie heute eine gute Leistung? Ich bin zufrieden mit unserer Vorbereitung. Denke, wir werden da hinausgehen, eine überzeugende Leistung abliefern. Wie schwer fanden Sie den letzten Spielplan? Dem Spielplan schenke ich kaum Beachtung. Man muss so oder so gegen jedes Team spielen. Eggestein hat schon viel Platz. Hier direkt zu Anfang spielt so Höfler. Höfler mit dem Steilpass zu Höhler. Der mit dem Schuss und der sitzt auch direkt. Das kann nicht sein. Nach 30 Sekunden liegen wir hier 1 zu 0 hinten. Also wirklich, wie man so einen Start auch verpennen kann. Wirklich. Eggestein hat so viel Platz, kann da so lange mit dem Ball rennen. Spielt dann zu Höfler, der mit dem super Steilpass auf Höhler, weil da auch keiner mitläuft. Und dann sieht auch Horn ganz schön dämlich aus. Hector klärt den Ball sehr schlecht. Zoller jetzt über rechts hat dadurch ein bisschen Platz. Pedersen hat sehr viel Platz da im Strafraum, schießt, aber der Ball geht weit übers Tor. Florian Kainz spielt zu Marc Uth. Der mit dem Ball nach rechts zu Thielmann. Der hat ein bisschen Platz jetzt. Thielmann muss jetzt was Schlaues durchmachen, dribbelt sich da durch, schießt, aber der Ball ist ungefährlich und geht übers Tor. Grifo jetzt durch die Mitte mit dem weiten Ball nach rechts zu Soloi, der jetzt gegen Hector. Soloi spielt zurück zu Sildilia, der viel Platz hat, bringt die Flanke zu Grifo, der mit dem Kopf, aber Horn fängt den Ball sicher ab. Es ist nicht viel passiert, wir liegen jetzt zur Pause 1-0 hinten durch ein ganz bitteres Gegentor. Ich balle die Fäuste und sage, ne, ich zeig mit dem Finger und sage, wir müssen uns vor dem Tor besser anstellen, bringt die Pille wenigstens auf den Kasten. Ein großes Auge geht da auf jeden Fall an Thielmann raus, der bisher alles, was er hatte, drüber geschossen hat. Ja, schauen wir mal. Kainz jetzt vielleicht durch die Mitte mit dem Steilpass zu Adamian über links. Der kann vielleicht jetzt was Gefährliches draus machen. Adamian mit dem Rabona-Flanke. Mit der Rabona-Flanke. Thielmann aber Flecken halt. Nein. So, Adamian, der Keck geht raus. Da kommt Linden Meiner in die Partie. Und auch Skiri geht schon mal raus. Hat mir nicht so sehr gefallen. Dafür darf Martell in die Partie. Meiner vielleicht durch die Mitte mit dem Steilpass zu Uth. Marc Uth zieht in den Strafraum, kann schießen. Tut es auch. Abgeblockt und daneben. Kainz geht raus, war sehr, sehr schwach. Dafür kommt Lempal in die Partie und auch Tigges darf rein für Marc Uth. Und wir wechseln nochmal. Benno Schmitz kommt für Thielmann rein, der verrückt Almeida auf die rechte Flügelposition. Die kann er auf jeden Fall begleiten. Und wir hoffen, dass es irgendwas bringt. Keine Ahnung, dass wir zumindest noch einen Punkt mitnehmen können. 78. schon. Hector mit dem Einwurf zu Ljubicic. Kann der was Gefährliches draus machen? Die Flanke in die Mitte zu Almeida mit dem Kopf. Und der sitzt nicht, Pfostenlatte, was auch immer. Und Flecken kann den Abpraller auch halten.
81. Einwurf Schmitz. Martell mit der Flanke. Die kommt zu Tigges. Nein, Röhl klärt. Hector spielt zu Lemperle. Lemperle von links. Kann den Ball jetzt in die Mitte bringen. Läuft alleine aufs Tor zu abgeblockt. Der Ball geht aber weit vorbei dadurch. Horn mit einem weiten Ball. Nein, auch nicht. Almeida kriegt den jetzt über rechts. Was kann er daraus machen? Nichts. Und Chabot spielt er mit einem langen, weiten Ball über rechts zu Schmitz. Der hat jetzt viel Platz mit der Flanke in die Mitte zu Tigges. Und der Ball hält, der hält den Flecken. Oh Mann, aber eh abseits. Ah, jetzt wird's vorbei sein. Der pfeift jeden Moment ab, außer die beeilen sich vielleicht nochmal. Schmitz mit der weiten Ball zu Tigges. Tigges, kann er jetzt nochmal. Wo köpft er denn hin? Ich werde wirklich bekloppt mit dieser Mannschaft. Das kann doch gerade nicht sein, warum wir diese Dinger nicht machen. Gegen Tiraspol drücken wir den 10 Dinger und hier haben wir wieder 1,3 XG. Auch wenn es nicht gut ist, wir treffen trotzdem nicht und kriegen bei 0,31 rein. Mann, ey, wirklich. Hände zusammenlegen. Nee, eigentlich, nee. Arme nach oben werfen. Das war zu wenig von uns. Mir fehlen einfach die Worte, wie wütend mich das macht. Wirklich, es passt gerade auch. Zahlen sie aus taktischer, gehen wir nicht auf den Sack, Alter. Wirklich, jetzt habe ich auch keinen Bock auf diese scheiß Pressekonferenz. Ja, Benno Spitz erzählt hier wieder, ja, dass ich Selbstbeherrschung verloren habe. Gehen wir nicht auf den Sack. Spiel lieber besser, bitte. Höhler hat eine erstklassige Leiste. Ja, Höhler war gut. Nagelsmann, ja, danke. Gilt bei keinem neuer Roller das Motto, man probiert einfach, ja, so wie das spielt, probiert man wirklich einfach alles, weiß ich nicht. Natürlich, bin guten Mutes, dass die Mannschaft davon profitieren wird. Hab keine Alternativen, Junge. Ja, wir stehen jetzt hier auf Platz 11, haben zwar noch ein Spiel weniger, was uns zum Glück, muss man sagen, zum Glück, wenn wir das gewinnen sollten gegen Union Berlin, die Letzter sind, das ist, nee, wäre unser Wiederholungsspiel. Ach, gegen Augsburg, die aktuell 13. sind. Dann sind wir 7. dann ist alles wieder gut. Aber aktuell ist halt dickes Mittelfeld und ich möchte eigentlich weiter oben die Plätze, ja, angreifen, sage ich mal. Hoffen wir, dass wir dann nächste Woche im Derby gegen Leverkusen gewinnen können, auch in Berlin gegen die Hertha. Aber für diese Folge soll es das erstmal gewesen sein. Lasst gerne ein Like da, auch wenn es euch gefallen hat. Schreibt auch gerne einen Kommentar und abonniert auch gerne den Kanal. Ciao!